Hallo und herzlich willkommen in diesem neuen Video mit uns. Wir sind kurz vor Marrakesch und somit ja fast 500 Kilometer ohne euch gereist. Aber keine Sorge, wir zeigen euch da noch mal ein bisschen was, was wir so erlebt haben in der Zwischenzeit. Unser Plan für heute ist, wir wollen Marrakesch unsicher machen. Dafür haben wir jetzt uns aber einen Tag mal hier noch auf diesem Platz erholt. Und zwar sind wir beim Reisemobilpark von der Familie Schatz. Er ist Deutscher und sie ist Marokkanerin, super gastfreundlich. Leider hat der Pool noch kein Wasser. Sie sind allerdings auch erst seit ein paar Tagen wieder zurück aus Deutschland. Nichtsdestotrotz, wir haben hier eine richtig tolle, ruhige Nacht verbracht bei der Familie Schatz. Und jetzt geht es für uns gleich auf den nächsten Parkplatz, und zwar in Marrakesch. Da haben wir einen sehr zentralen gefunden. Ja, und in der Zwischenzeit waren wir noch in der Hauptstadt, und zwar in Rabat. Und da wollen wir euch jetzt gleich mal ein paar Einblicke noch zeigen, während wir quasi nach Marrakesch reinfahren. Ja, und ich würde sagen, wenn ihr neu hier seid, abonniert sehr gerne den Kanal. Und ansonsten wünschen wir euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, wir haben mittlerweile einiges erlebt in der Zwischenzeit. Sind wir nämlich schon ein ganzes Stück weitergefahren, so wie die Sandra erzählt hatte. Für uns geht es jetzt Richtung Marrakesch und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit den ersten Eindrücken von Rabat. Ein kleiner Rückblick. Wir sind nämlich hier gerade in Rabat und Rabat ist die Hauptstadt von Marokko und nicht Marrakesch. Ja, das habe ich heute Morgen nämlich auch gelernt. Wir sind ganz zentral hier in diesem Teil von Rabat auf einem Parkplatz. Nicht weit bis zum Hassan-Turm und zum Mausoleum. Und hinter uns sind noch die andalusischen Gärten und einer der Altstädten. Ja, und da werden wir uns jetzt mal so ein bisschen umgucken. Keine Bange, das gibt jetzt kein Städtevideo. Nein. Einfach nur mal ein ganz kurzer Einblick und Rückblick. Genau. Auf dem Weg zum Hassan-Turm gönnen wir uns noch für ganze 10 Dirham einen leckeren landestypischen Pfannkuchen. Das Mausoleum von Mohammed V. ebenso wie der Hassan-Turm befinden sich an einem Platz und sind frei zugänglich. Der Hassan-Turm ist ein unvollendetes Minarett aus dem 12. Jahrhundert. Zurück geht es für uns entlang am Wasser, wo wir einige Feluken, die landestypischen Fischerboote und Fischer, beobachten können. Meine Freunde, ich bin einiges gewohnt. Einiges gewohnt. Ich bin auch schon in Kairo Auto gefahren, Hurghada, keine Ahnung. Aber hier herrscht wirklich die blanke Anarchie. Die blanke Anarchie. Rote Ampelempfehlung. Fahrräder, links, rechts, Wangel, Fußgänger, egal. Hier kommen Autos über den Fußgänger, über Weg, drüber und alles schert vor dir links und rechts ein. Rote Ampel, eine absolut nur eine Empfehlung. Also was hier abgeht, das ist schon kernig. Next level. Zur nächsten, also zur Mittagspause. Zur Mittagspause, sag ich schon, zur Mittagszeit hier reinzufahren, ist nicht unbedingt die allerschlauste Idee. Und wenn wir die Stadt verlassen, ist für mich eigentlich jetzt schon sicher, wird das ganz, ganz früh morgens passieren.
Wenn einer hupt, hupst du mit. Im besten Falle immer irgendwie in der Mitte, weil rechts wird einfach mal stehen geblieben. Da bleiben auch Busse stehen, da bleiben Autos stehen, da bleibt alles Mögliche stehen. Im besten Falle irgendwie links fahren und dann immer so mitrauschen. Geht's über eine rote Ampel, geht's über eine rote Ampel. Scheißegal, weiterlaufen lassen. Nur keine unverhofften Bremsmanöver oder Lenkmanöver. Katastrophe, so. Wir melden uns, wenn wir da sind. Da, Fenster runter übrigens auch in den USA. Was jetzt hier links? Links. Links. Da wedeln wir nochmal einen runter her. Und dann geht's hier links. Wow. Auf der Linie bleiben, weil dann geht's gleich irgendwo hier rechts. So, jetzt hier so links rum. Wache Munkene, Munkene, den Jungen, Schaden. Platz angekommen und zwar schadensfrei. Gott sei Dank. Schadensfreiheitsklasse hier in Marrakesch. Also das war jetzt schon echt hart. Also das, boah, wir sind ja echt einiges gewohnt, aber das war echt hart. Ich muss zugeben, ich muss mich auch wieder ein bisschen eingrooven in die afrikanischen Städte. Das war schon nochmal hier echt next level, muss ich sagen. Definitiv. Also es war viel, viel ungeordneter wie in Kairo. Absolut. Und dann, also, na egal, ich will mich nicht wiederholen. Es war auf jeden Fall ziemlich willenlos, die ganze Geschichte. Um 12 Uhr natürlich auch hierher zu fahren, ist natürlich auch selten blöd, muss man auch ganz klar sagen. Also um 8 Uhr oder um 9 wäre es wahrscheinlich tausendmal besser gewesen. Ja. Und wenn ich hier aus der Stadt rausfahre, wird das entweder morgens um 7 sein oder morgens um 7 sein. So. Naja, also wir sind auf jeden Fall super, super zentral hier in der Stadt. Anscheinend muss man das meiste irgendwie fußläufig hier erreichen können. Parkplatz kostet 15 Euro und wir stehen auch quasi direkt vor einer Überwachungskamera. Genau. Auto ist komplett abgeriegelt, Alarmanlage geschärft, die funktioniert ja auch wieder. Gott sei Dank. Und ich würde sagen, wir satteln die Hühner und gucken uns mal ein bisschen die Stadt an. Genau. Übrigens hoffe ich, dass euch Rabat, ich sag die ganze Zeit Rabat gefallen hat. Kann sich nicht merken. Waren ja wirklich nur so 2-3 Punkte, aber das war auf jeden Fall schon mal ziemlich nice gewesen. Ja. So, für uns geht's jetzt los. Wir schlendern durch Marrakesch, um zu unserem ersten Punkt, dem Stadttor, zu kommen. Zwei sind noch original erhalten und dieses ist das Bab Aganou, welches früher der Eingang zum Palast- und Regierungsviertel war. Heute ist es für uns der Eingang zur Altstadt. Ja, wir haben ein kleines schattiges Plätzchen hier gefunden, weil hier ist es nämlich super heiß. Super, super heiß. Ich schätze, hier in der Stadt sind es 30 Grad. Wenn das reicht. Eher mehr wahrscheinlich, ja. Ja. Ja, wir haben so unsere ersten Erfahrungen gemacht und die sind bei beiden nicht so schlimm wie befürchtet. Also von wegen Anlabern, Anquasseln und so weiter, alles absolut easy, alles absolut im Rahmen. Aktuell, also wir sind jetzt, ich würde mal sagen, guten 1,5 Kilometer gelaufen. Genau. Circa eine Stunde unterwegs gewesen. Ja. Und auch total freundlich in Bazaar-Besitzer kam zu uns, hat uns alles Mögliche an Medizin, an Steinchen, an Medizinchen gezeigt und so weiter. Und ich habe dem gleich gesagt, wir kaufen nichts und damit war das alles klar. Aber er ist total lieb und freundlich. Total freundlich, nicht irgendwie blöd gekommen. Nee. Also das kenne ich tatsächlich auch aus Tunesien zum Beispiel ganz, ganz anders. Ja.
Nee, also wirklich. Auch der Markt gerade war total interessant. Auch da hat keiner irgendwas gesagt, von wegen, wir dürften nicht fotografieren oder sie wollen einen Euro für ein Foto haben. Gar nichts. Also alles klar, natürlich. Hustle und Bustle of the City. Jetzt schon viel los und wir wollten uns jetzt eigentlich hier neben die Gräber anschauen, die ja wiederentdeckt worden sind. Aber da sind Umbauarbeiten für die nächsten vielen Jahre. Deswegen können wir uns das leider nicht anschauen. Deswegen werden wir jetzt gleich mal ein bisschen weiter noch laufen und die Stadt für uns erkunden. So. Eta. Hadal Magic Lipstick. Lippenstift. Lipstick, ja. Niederland, ja? And this scrap. Natural scrap. وهذا الأتاي للأعشاب بربر ويالتي نو شوكر ويالتي أتريست شوكر ناتورال I give you a little bit for try this tea for hospitality Moroccan. This is the best my country. Maybe I want to come in, but I don't know. Le. Nice life. Full kosheri. Yeah. And no sugar, no sugar, but there is sugar natural and stevia. Stevia is sugar. You can try it. هيل جينسينغ ستار انيس كلاوس كركد كل هذه بنطبخها مع الماء ونشربها. كل هذه. Good for the people all the time tired. When you eat something to be not fine is good for this deep stomach pain, also for the problem the cholesterol and body sportive without make sport you have body sportive, no fat, no slim. So I have to drink like 10 liter every day. No, just two time in week, just two time week, he give you amazing result. Okay, wir sind gerade an der Al-Barit Bank. Das heißt nämlich nicht Al-Arit, Al-Barit. Mit einem B am Anfang ist so eine gelbe Bank und da soll es wohl möglich sein, kostenlos Geld abzuheben. Das probieren wir jetzt gerade mal aus. Zu diesem Zeitpunkt hat es leider nicht funktioniert mit dem Geld abheben. Gott sei Dank funktioniert es allerdings später. Ja, und in der Zwischenzeit stärken wir uns einfach eine Runde im Restaurant. Wohin mal ihr Kabir? Yes, den Harira Soup. Harira. Und Tagine Kefta mit Mint, mit Egg. And Wahid Falafel and Hummus. Falafel? Yes. So, wir sind eingekehrt in einem Restaurant und haben uns Falafel mit Hummus bestellt. Da haben wir nämlich schon so lange mal wieder Bock drauf. Und eine ganz andere Tagine mal mit Kofta und Ei. Also das hat definitiv schon seinen Grund, warum dieser Laden hier ausgezeichnet ist von TripAdvisor. Das eine ist auch noch so eine Linsensuppe, die haben wir noch bekommen, aber mit Nudeln drin. Sehr, sehr herzhaft, sehr, sehr schmackhaft. Schmeckt auch irgendwie nach Kräutern und Gewürzen extrem. Und die Tagine ist auch wirklich was ganz anderes. Normalerweise ja viel, viel Gemüse. Aber hier, das ist so eine richtige ölige Kofta und lecker. Aber der absolute Hammer ist die Falafel. Die Falafel sind richtig, richtig lecker. Und die sind außen kross und innen extrem weich. Genauso wie das Papagallo und das Couscous. Ah, mega lecker. €14 14 Euro. Wow. Knaller mit einem Marrakesch. Habe ich jetzt echt mehr erwartet. Ja, ich auch. Und es wäre es auch wert gewesen. Mega. Super, gell? Weiter geht's. Lecker. Und weiter geht's in Richtung Platz der Gehängten. Hey.
Junge, harte Kost. Wir sind mitten in Marrakesch unterwegs und zwar am Platz der Gehängten. Genau. Was hier abgeht, das sucht wirklich seinesgleichen. Ganz im Ernst, unter uns, das ist ganz schön grob asozial teilweise. Ja. Also wirklich, also... Wir haben ja schon echt auch viel gesehen, auch Bangkok. Also ich meine, wir haben schon, waren schon in einigen Städten unterwegs. Ja, aber in Bangkok kannst du irgendwie gegrillte Skorpione essen, was weiß ich. Aber hier lassen sie wirklich Affen, also scharenweise hier mit an Eisenketten, also unfassbar. Also fällt mir nichts mehr zu ein, fällt mir wirklich nichts mehr zu ein. Nee. Was war da vorne noch? Da war doch... Kobras waren noch. Ach so, genau, Kobras und Kornnattern, Fiebern und was weiß ich was alles. Kannst du dir was um den Hals hängen oder was und mit Flöten... Also furchtbar. Also das ist wirklich klar. Also man muss natürlich mal hier gewesen sein, ist klar. Ja. Wir werden auch versuchen, heute Abend eventuell noch mal hierher zu kommen, je nachdem, mal schauen. Aber das muss ich jetzt erstmal verdauen. Ja, das müssen wir erstmal verdauen. Nur 37 Grad. Nur 37 Grad? Nur 37 Grad. Was geht ja noch? Ich habe mehr gedacht. Jung ist das heiß, ha? Das Wahnsinn, ey. Krass. Katastrophe. So, wir sind jetzt erstmal zurück am Van. Erstmal ein bisschen Päuschen machen. Also, wir wollen wirklich nur die Weltenverbesserer spielen, aber... Also, mit Kobra, Schlangen, Affen und so weiter, da hört bei uns echt der Spaß auf. Und... Auch die Pferde, also diese Pferdekutschen, das ist genau das Gleiche. Gibt es in Deutschland auch, muss man auch nicht wahnsinnig für gut finden. Aber hier stehen wirklich Hunderte in der Reihe. Naja, kann man wieder sagen, der Westler will ja alles verweltbessern. Nee, will er nicht. Ich weiß das schon einzuordnen, aber genervt hat es trotzdem. Jo, und ihr seht, hier ist eigentlich ganz gut. Und es scheint auch wirklich so, als würde es in der Nacht jetzt auch ruhig bleiben. Wie gesagt, wir wollen nachher nochmal los zu dem Platz, wollen mal gucken, was da so abends abgeht. Aber hier sind wir auf jeden Fall schon definitiv schön im Schatten. Sonne ist hinterm Berg oder hinter der Stadt oder hinterm Turm oder wie auch immer. Und jetzt mal einen kleinen Moment ausruhen und dann geht's weiter. Wir haben bewusst in diesen Aufnahmen den Originalton drin gelassen, um euch ein bisschen das Gewusel näher zu bringen. Den Geruch können wir euch ja nicht näher bringen. Gönnt euch auf jeden Fall auf eine Dachterrasse zu gehen. Ihr bezahlt zwar ein bisschen mehr für das Getränk, aber ihr könnt euch in Ruhe von oben alles anschauen und gerade beim Sonnenuntergang ist es eine wirklich schöne Szenerie. Einige Aufnahmen haben wir auch mit der Insta360 auf dem Platz gemacht und waren doch sehr überrascht, wie die Touristen genauso wie die Einheimischen darauf reagiert haben, nämlich durchweg positiv. Das war anstrengend. Boah, das war ein mega anstrengender Tag. Erst die Fahrt hier rein mit diesem Chaosverkehr. Die Hitze, die Eindrücke, die Gerüche. Boah. Also Leute, seid froh,
es gibt nur 4K und 8K. Ich weiß nicht, wenn der Geruch noch irgendwann mal mit ins Spiel kommt und man hier aufnimmt, dann gute Nacht. Also wenn ihr mal in Marrakesch seid, da bei den Pferden, Katastrophe, wirklich Katastrophe. Ammoniak pur. Nee, ich bin auch gerade sowieso ziemlich fertig von dem ganzen Tag irgendwie. Das war ein mächtig anstrengendes Essen. Mir krummelt's im Magen und dann noch die Pferdenummer hier. Da, also Wahnsinn. Genau. Also für mich wird es jetzt halt, ich muss jetzt mal in die Horizontale. Ja, das gönnen wir uns jetzt trotz auch. Trotz alledem war das ein mega cooler Tag, definitiv. Definitiv, sehr, sehr, sehr beeindruckend und es waren extrem viele Eindrücke und ja, das müssen wir jetzt erstmal alles so ein bisschen verarbeiten. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis morgen wieder. Tage später. Genau. Den Jens hat es dahin gerafft. Aber ordentlich. Irgendwas war nicht gut. Keine Ahnung, ob es die Hitze war, ob es das Essen war, ob es die Gerüche waren. Keine Ahnung. Ich tippe nicht auf das Essen, weil wir haben immer das Gleiche gegessen und mir geht's super. Ja, Sandra ist total fit, hat sich schön um mich gekümmert. Ich sehe immer noch aus wie das Leiden Christi irgendwie gefühlt. Ja, ihr habt es ja gesehen, wir sind ganz, ganz früh morgens sind wir abgehauen aus Marrakesch. Weil das war, ich habe mich dann irgendwie aus dem Bett gequält und habe mir gedacht, okay, das muss jetzt hier irgendwie, weil mittags nochmal, das ging gar nicht, das hätte ich auch nicht geschafft. Also morgens irgendwie um 6:30 losgefahren. Das war übrigens und das, super. Und das war super, also geht auf jeden Fall definitiv so früh wie möglich. Tipp für euch raus, so früh wie möglich nach Marrakesch reinfahren, dann kannst du easy durchrollen. Genau. Das ist wirklich klasse. Ja, jetzt habe ich mich mal ein bisschen ausgeruht. Ich habe immer noch ein bisschen Fieber. Mir geht es immer nicht wahnsinnig gut. Aber das soll auch gar nicht euer Problem sein. Das ist ja mein Problem. Das reicht ja schon. Ich brauche eine Standortveränderung. Ich werde nämlich hier komplett wahnsinnig. Wir sind wieder zurückgefahren auf den Campingplatz von der Familie Schatz. Und die sind ja auch total lieb und die kümmern sich ja auch. Das ist ja wirklich alles klasse. So süß. Die haben auch morgens um 7:30 tatsächlich für uns die Tore geöffnet. Hätte ich nicht gedacht. Es war ja noch quasi dunkel. Und direkt auch irgendwie Frühstück gebracht. Also ach, Brötchen so süß. Gebracht. Ja. Aber das Ding ist, bis um 10:30 ist alles in Ordnung hier. Und dann geht's los. Und dann knallt hier die Hitze rein. Man muss dazu sagen, es gibt in Marokko gerade eine Hitzewelle. Ja. Geht hoch bis 37 Grad, glaube ich, oder so. Sehr, sehr ungewöhnlich. Bis nächste Woche. Und das vielleicht hat mir das auch so krass zugesetzt. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls gehst du hier kaputt. Und es hat aktuell auch massiv Fliegen. Das ist wohl irgendwie nur eine kurze Periode, wo diese Fliegen ersetzt. Wahnsinnig. Bei dir verrückt. Hitze und Fliegen in Kombination. Horror. Also, wir haben einen Punkt ausgemacht. Ich muss auch irgendwie mal ein bisschen was anderes sehen jetzt. Agafay-Wüste. Richtig? Genau. Also so wird es auf jeden Fall geschrieben. Da gibt es einen ganz bekannten Pool mit einer ganz fantastischen Szenerie, wo man auch irgendwie in die Berge, in die Wüste gucken kann. Und da wollen wir mal hinfahren. Ist nämlich für mich auch die Möglichkeit, schön die Klimaanlage hier anzumachen. Ja. Da freue ich mich mächtig drauf. Einfach ein bisschen kühl. Es sind jetzt 36 Kilometer, 50 Minuten, das heißt 50 Minuten lang Klimaanlage. Los geht's. Da haben wir ja noch was vergessen. Wir waren nämlich zwischendurch, das haben wir euch nämlich noch verheimlicht, waren wir noch ganz kurz in Casablanca und haben uns die Hassan... Die fünfte. Hassan, fünfte Moschee. Genau. Oder war es die zweite? Angeschaut, das war auch der einzige Stopp in Casablanca. Genau. Den zeigen wir euch ganz kurz und dann geht's ganz normal im Video weiter. Hallo und herzlich willkommen aus Casablanca. Zack, da so sind wir. So schnell kann's gehen. Genau. Und zwar seht ihr direkt hinter uns die Hassan II. Moschee, die fünftgrößte der ganzen weiten Welt und die größte von Afrika. 25.000 Menschen haben da drin Platz. Und so alt ist sie noch gar nicht. Ist nämlich vom alten König zum 60. Geburtstag eröffnet worden. Ja. Ja. Und für uns ging es jetzt eben gerade einmal komplett durch die Innenstadt. Das war schon Wahnsinn. Katastrophe. Und ich bin einiges erprobt. Also. Genau, bis Istanbul, Kairo bist du überall schon rumgefahren. Also, aber das war jetzt auch schon mal immer kernig, ja? Ja. Gut, keine Eselskutschen. Keine Eselskutschen in der Stadt, also von daher alles gut. Genau. Wollen wir uns mal hier ein bisschen umgucken? Schauen wir uns mal um. Wir haben uns in Casablanca nur die Moschee angeschaut.
die wirklich sehr beeindruckend ist. Leider nur von außen, denn es gibt wohl Tickets für 13 Euro pro Person, jedoch nicht an diesen und auch nicht an den folgenden Tagen. Deswegen haben wir uns nur von außen angeschaut, was allerdings auch schon mega beeindruckend ist. Und weiter geht's in Richtung Wüste. Der Planet brennt. Boah, es ist so heiß. Alter Schwede. Wahnsinn. Wie jetzt innerhalb von ein paar Kilometern sich wirklich hier die Welt komplett verändert, gell? Ja, auf jeden Fall. Wir sind mitten in der Agafay-Wüste. Genau. Und dann sage ich zu Sandra, ich würde gerne mal einen Kamel sehen. Hier sind hunderte, gefühlt tausende Kamele. Jetzt gehen wir mal da oben auf den Aussichtspunkt. Mit Fieber durch die Wüste, sehr gut. Eine super Idee. Klasse Idee, aber es geht eigentlich ganz in gut. In der Mittagshütze, es ist übrigens mittags um 12. Genau, ne? Aber es ist trotzdem nice, es ist richtig schön. Ja. Ist mega schön. Ja. Jetzt dachte man nur, das wäre nur einfach so ein Aussichtsdingstens hier, aber Aussichtsplattform. Aber es ist natürlich ein Restaurant wieder dabei. Hm. Guck mal, da vorne hat man da Richtung, ich glaube, das ist der Atlas, das Atlasgebirge. Ja. So, und was war jetzt? Direkt mal was verkaufen wollen, oder wie? Ja, aber auf eine sehr höfliche Art und Weise wollte er mir einfach nur erklären, was sie alles anbieten. Und wollte mir einen Flyer zeigen. Da habe ich gesagt, im ersten ein paar Minuten, ich bin ja eben gerade im Berg hier vorgerannt. Und dann hat er das auch super höflich. Was sagst du dem Ausblick? Sprachlos, deswegen quassel ich ja so komisch. So was haben wir mit dem Auto bisher nicht geschafft, sowas zu sehen, gell? Nee, das ist schon echt der Hammer. Mega. Das ist Knaller. Was für ein Parkplatz. Mega. Die Sache hält nur immer einen Sicherheitsabstand. Definitiv. Und warum ist das so? Weil Kamele, also das sind ja Dromedare, das sind ja keine Kamele, aber die sind bösartig und gemein und wollten mich schon mal beißen. In Ägypten? Ja, und deswegen, ich habe da sehr viel Respekt vor diesen Tieren. Aber süß sind es trotzdem. Die sind süß, mit Abstand. Das. Ja. Ja, wir sind jetzt hier so ein bisschen an einem Instagram-Hotspot. Genau. Wo wir eigentlich ein bisschen Zeit verbringen wollten. Das Ganze nennt sich wie? Alkamar Camp. Alkamar Camp.
Der Weg hier runter ist ziemlich abenteuerlich, muss man sagen. Ja. Aber ein wunderschöner Platz. Allerdings wollen die irgendwie mit Mittag oder mit Abendessen 45 Euro pro Nase haben. Genau. Und könnte man ja noch machen, wenn man jetzt hier stehen dürfte. Aber dann auch noch mit ein bisschen Fieber und so weiter, macht das jetzt nicht wahnsinnig viel Sinn. Aber ganz tolle Sache, definitiv. Ich würde das Ganze hier auch beschränken auf 6,40 Meter. Ja, das stimmt. So, schauen wir mal, was wir machen. Ja. Aufgrund dessen, dass wir wissen, dass wir in die Wüste zurückkehren werden und es derzeit noch wirklich heiß ist, entscheiden wir uns in Richtung Atlantik zu fahren, denn dort soll es ca. 10 Grad kühler sein. Nun gelandet. Wir sind tatsächlich nur noch 30 Kilometer von Essaouira entfernt. Wir sind jetzt eben gerade noch mal 2 Stunden gefahren, weil es war einfach brüllend heiß in der Wüste. Und wir haben jetzt einfach mal nach dem Forecast geguckt, also nach der Wettervorhersage. Und es soll einfach noch heißer die nächsten Tage werden. Dementsprechend haben wir uns jetzt ein schönes Plätzchen ausgesucht, inklusive Pool für 10 Euro die Nacht. Wenn man länger bleibt, ist es 9 Euro, also 90 Dirham die Nacht. Mega angenehm. Oh, ich kühl gerade ab. Es tut richtig gut. So, wir haben jetzt mal wieder mehr als genug gequasselt für dieses Video. Deswegen beende ich das an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Das war es jetzt auch erstmal größtenteils mit den Städten. Für uns geht es jetzt dann Richtung Atlantikküste weiter und da sehen wir uns sehr, sehr gerne nächste Woche, wenn ihr mögt. Wenn ihr neu hier seid, abonniert sehr gerne den Kanal und ansonsten freuen wir uns, euch nächste Woche wieder zu sehen. Tschüss!